2 Tage später. Der Straßenkrieg geht weiter. Jetzt rufst du die Bulle an, ne? Wir haben nicht gekriegt, was in die Karte zu schmeißen. Wollt ihr was wollen, was sollen sie zu mir kommen? Nicht in die Karte. Christines Nachbarn halten offenbar nichts vom Anti-Aggressionstraining. Es sind Eier geflogen. Einige treffen Christines Wohnung, einige landen auf dem Nachbargrundstück. Nachbarin Eva ahnt schon, der schlagfreudige Schluckspecht Christine ist wieder in Aktion. Ja, ich weiß, dass es nur ein paar Tage ohne Alkohol aushalten. Ich weiß aber auch hundertprozentig, dass sie wieder damit aufkommt. Es ist immer nur eine Frage der Zeit. Also, wo ich von der Arbeit heute gekommen bin, hat meine Mutter halt wieder gesehen gehabt, dass sie heute wieder was getrunken gehabt hat. Da ist eigentlich schon wieder der ganze Tag für mich gelaufen. Weil ich habe mich heute eigentlich total gefreut gehabt auf den Tag. Und ja, so wie sie sich halt da wie heute gegeben hat, da schäme ich mich schon. Dieses Mal hat sie auch Grund zum Schämen. Christine Zimbauer hat Schaum vor Mund. Sie glaubt, ihr noch Ehemann und seine Gastgeber stecken hinter dem Dotteranschlag und ruft wieder mal ihre Kumpels von der Polizei. Christine ganz in ihrem Element. Ich habe gerade Eier geschmissen. Die 110 wählen schafft sie selber nicht mehr. Aber dafür geht das Schimpfen umso besser. Guck da doch mal, ich mein noch Ehemann. Guck doch gerade mal, wie der Zaun Gili aussieht. Meine Knie haben wirklich gezittert. Ich wollte wirklich mal zuschlagen. Es war bald soweit. Obere Riedstraße, 214. Nee, das war ich nicht. Ich ruf die gerade. Nee, ich ruf gerade an, weil sie meinen, die sind kaputt, ich bin tot. Ich flipp aus. Da schmier ich den Mensch gerade mal ab, die Ostkote. Jetzt flipp ich aus. Das ist ja nicht normal, was sie machen. Die können nicht einfach meine Nachbarin Eier neu schmeißen. Die vom stillen Winkel, die Ostkote, die Ossis. Ja, im Nummer 3, das geht nicht. Schicken Sie mal, aber sofort, schon flieb, aber sofort, schon flieb ich aus, schon flieb ich mehr aus, ne? Nachbarin Eva Kartins ist eigentlich Christines Freundin. Sie spielte für den schlagfertigen Shootingstar auch ein paar Wochen lang die Managerin. Doch jetzt hat Eva genug vom Prügelpack. Wenn sie halt getrunken hat, was halt öfters ist, wie ihr nüchterne Zeit, und dann, da muss man die Flucht ergreifen, am besten. Und was sie sich dabei denkt bei ihrer Aktion, keine Ahnung. Ich würde gerne in der Rehenkup neu gucken. Wenn Christine Zimbauer anruft, kommt die Polizei meist besonders schnell. Die Beamten wissen, wenn der Promille-Promi loslegt, wird's hitzig. Nein, das soll jetzt auch gehen. Wenn halt meine Mutter dann loslegt, schon allein hier jetzt in dem ganzen Block hier, wupp, ein Schreier, wupp, alles stehst auf dem Balkon oder kommen alle in die Gatte und klotzen. Und das ist halt für die schöner wie im Kino. Meine Mutter hat sozusagen Narrenfreiheit. Die kann noch so strunzbesoffen sein und kann irgendwo Stress haben. Andere Leute wären mitgenommen in die Ausnüchterungszelle, meine Mutter nicht. Die sagen dann, du gehst jetzt rein in die Wohnung, legst dich hin und fertig ist. Im Streifenwagen gibt's gleich Autogrammstunde. Ich kenne den Polizisten schon 20 Jahre. Der wollte von mir Autogramm, der fährt mich eben aus und rum, dann bin ich da eben alle. Da habe ich keine Probleme mit, aber mein Mann hat ein Problem mit mir jetzt. Ein ganz großes. Ein ganz, ganz großes. Damit sie sich beruhigt, nehmen die Beamten Christine Zimbauer ein Stück im Polizeiwagen mit. Ihr Ex-Mann hat nur einen Wunsch. Bringt sie nie wieder zurück. Wenn ich gewusst hätte, wie das Ganze ausgeht, hätte ich sie nie geheiratet. Im Leben nicht. Die Scheidung ist eingereicht. Uwe Zimbauer sucht eine neue Wohnung. Er will mit seiner neuen Freundin Franzi zusammenziehen, möglichst weit weg von seiner erregbaren Ex-Frau.